Moin Moin und willkommen zurück bei Conan Exiles aus dem Stream. Wir wollten heute mal eine Höhle plündern. Nö, ich sehe gerade, wir sind in der Höhle angekommen. Ah! Muss ich mal kurz mit meinen Blutungen ein bisschen aufpassen, die ich da verteile. Wupp! Perfekt! Auf jeden Fall ist das schon mal eine schöne Höhle. Ich habe keine Ahnung, wofür mein Kristall braucht. Ich nehme mal ein bisschen mit einfach. Ach, man kann gar nicht alles abbauen hier. Die gehen wieder. Ja gut, wir haben jetzt noch schon 150 Kristalle. Ich finde, das ist in Ordnung. Unsere Dolche sind schon wieder halb kaputt. Oh, da ist ein großer Boy. Ah, das ist ein Boss. Na? Den müssen wir schön bluten lassen. Das denkt er sich gerade zu uns auch. Komm her! Na, komm doch nicht her! Hast mich überzeugt, dass ich das nicht will? Ja, okay. Der kleine Feigling ist wieder abgehauen. Also, der Gegner natürlich. Hält sich ganz gut hoch. Ja, ich mich auch. So. Ach, Ausdauer. Ah, er hat schon 16 Blutungen. 19. 20. Ich weiß nicht mehr, was Maximum war. 20 offenbar. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die 20 aktiv bleiben. Und dann haben wir es gleich. Stirb. Ein Eisentopf. Ich hab sein Helm. Geil. Na komm, 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 komm. Ich würde mal sagen, wir essen was. Aber eine Bandage. Kristall lasse ich jetzt hier. Leuchtschleim.
Cool. Ja, aber der ist nichts für uns. Witzig. Kennt ihr eine Kiste? Nee. Okay. Das wäre jetzt ein bisschen stumpf, oder? Also ich glaube, wenn ich mich jetzt extrem vorsichtig mit ihm beschäftige, würde ich das wahrscheinlich sogar noch hinkriegen. Aber ich glaube, das will ich nicht. Ich glaube, wir lassen ihn einfach mal da seine Existenz freuen. Ich habe das Gefühl, es ist auch schon wieder Nacht. Ich sehe nichts. Das kostet uns eine Fackel. Machst du was, wenn ich haben? Stöcker. Wir machen uns mal eine Fackel. Nice. Jetzt würde ich gerne mal schauen, ob ich Nächte überschlafen kann. Fände ich cool. Weiß es aber nicht.
Schlafen geht nicht. Gut zu wissen. So, dann lasst uns aber trotzdem anfangen, irgendwelche Fortschritte hier zu erzielen. Ich finde so ein bisschen Baukonstruktion, das ist eine spannende, super Sache. Überleben. Was haben wir hier noch? Holzkiste. Aufbewahrung von Gegenständen. Nehme ich. Leibeigenen Fänger. Yep. Raturkits, Kesselflicker? Können wir nicht, weil... wir noch nicht die Spitzhacke haben, um die bessere. Noch nicht den besseren Ofenskill. Und das komische Rüstungsding. Moment. Das komische Rüstungsding hier. Rüstungsmacher. Nice. Genau, hier ist das Ganze nochmal aufgeschlüsselter. Hier, den brauche ich. Und Ofen, den hier. Schmelzofen für Metall und Stein. Damit kann ich häuten, okay. Das sind die ganzen Materialien. Okay, okay, okay. Dann können wir bei den Waffen nochmal schauen. Nee, nicht Krieger. Teil brauche ich auch nicht. Der Dolch ist ja in beiden Händen, entsprechend brauche ich auch kein Schild. Epische Zweihandwaffen. Steindolche. Okay. Adalasser Pognanz, ein meisterhaft gefertigtes. Okay. Ach, das sind jetzt die verschiedenen Skins, die das hier waren, ne? Ja. Hergestellt an der Werkbank eines Schmiedes. Okay, jetzt habe ich ein Ziel. Müssen wir vielleicht irgendwo mal sesshaft werden? Sache ist... Wo ist die Map? Auf M. So. Ich weiß noch, auf meinem anderen Safe-Game habe ich... ich glaube hier... gewohnt, in der Nähe dieser Wikinger-Hauptstadt. War doch hier. Und dass dieser... hier, der Dschungel. Das ist ein Biom, was Spaß gemacht hat. Das war richtig gut. Hier, die Wüste ist richtig geil. Da muss man früher oder später sowieso nochmal hin. Aber hier dieser... der Dschungel, der hat es mir angetan gehabt. Also ich würde mal vorschlagen, wir laufen mal ein bisschen in den Fluss... gen Osten. Also die Richtung. Und hoffen, dass wir wo ankommen. Ich müsste meine Dolche nochmal reparieren. Ach komm, dann nehme ich nochmal Steine hier. Wir haben noch welche auf Lager, aber so ist viel schöner.
So, Nur mal ganz kurz gucken. Ich muss erstmal die Sachen hier rausnehmen. Okay, das ist jetzt an der Controllersteuerung tatsächlich ein bisschen doof. Kann ich aber mit leben. Ist kein Problem. Weiß ich, ich muss mal rausfinden bei Maustastatur hier, was das Dashen ist. Hä, Steuerung ist zurück. Alt. Ah, okay, okay. Versuchen wir es mal Tastatur nochmal. Eher so kämpfen komme ich mit dem Controller definitiv besser klar. Nice! Okay, machen wir mal weiter. Wollte ich nur mal kurz nochmal ausprobiert haben. Hey, da oben steht eine Lady. Wollen wir Freunde werden? Vielleicht eine Familie gründen oder so? Ich befürchte, sie hat kein Interesse. Schade. So viel Strecke haben wir noch nicht geschafft. Lass uns mal durchschwimmen. Ich muss sagen, ich finde es echt beeindruckend, wie schnell man eigentlich schwimmt. Chaoskrümel, wunderschönen guten Abend. Und... ich weiß. Ah. So. Oh, das ist okay. Da sind noch mal ein paar Menschen. Die können wir ja noch mal kaputt spielen, ne? Oder uns kaputt spielen lassen. Oh, ich hätte schon längst mal wieder ein paar Pflanzenfasern sammeln können hier für ein paar Verbände. Dick! Lute! So,
Aber aufgrund des Blutungsschadens wird der hintere mit dem Speer eigentlich nicht so lange überleben. Wow. Ich scheine das hier mal wieder furchtbar intelligent angegangen zu sein. So, ihr sterbt wahrscheinlich beide. Mann. Da passt dieses Live-Rack ist gut. Mal verbinden? Ich habe da nämlich gerade noch mehr Leute gesehen, die ich gerne mal verprügeln möchte. Mit meinen Pieksedolchen. Wir können aber vorher noch mal trinken und essen. Wir sind ja voll ausgestattet. Den da. Zuchtmeister. Ich bin verkrüppelt. Das finde ich nicht nett. Hörst du mal auf, mich zu War knapp. Warte mal, Skills. Ich habe früher 5 Punkte. In ein paar. Ich weiß nicht, wie viele Punkten. Was ist, sehe ich das? Ich weiß jetzt nicht, bei wie vielen Punkten das ist. So, aber. Mit Rüstung und Ausdauer. Okay, das finde ich gut. Kompetenz. Maximale Gewicht ist egal. Stärke brauche ich. Ich mache mal die wieder. Oh. Erhalte einen einmaligen Heilungseffekt, wenn deine Gesundheit unter 50% sinkt. Mag ich. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist mir wichtig. Ach komm, gib her. Eure Steine brauche ich aber eigentlich nicht. Eigentlich ist es voll sinnlos. Weiter geht's. Hi! Gewicht ist langsam schwierig, aber noch kein großes Problem. Hi!
Dieser einmalige Heilungseffekt ist geil. Okay. Boah, hier ist alles voll mit Krokodilen. Können wir mal richtig EP rausgreifen. Huhu, Yumi too. Ah, warst du vorhin schon mal da? Soll jetzt nicht heißen, dass du unerwünscht bist. Das klang jetzt echt merkwürdig. Sorry. Ich wollte nur sagen, deine Anwesenheit wurde schon mal wohlwollend vernommen. Na komm. Gutes Gespräch. Weiter geht die Reise. Du willst auch Spaß? Kein Problem, kannst du haben. Gut. Ich verbinde uns mal wieder. So. Okay, weiter geht's. Ich behaupte auch mal, wir müssten bald da sein. Vielleicht gucken wir uns vorher nochmal das Ding an, damit es einfach cool aussieht. Woo! Ich werde aber einmal kurz meinen Dolch reparieren. Oh. Skorpione. Oh yeah, Skorpione. Wie? Euch gibt's auch ein Aggressiv? Okay. Klar. Ja, ich verprügel dich einfach mit meiner Hand. Tschüss. Zieht tief. Kann man bestimmt auch für irgendwas gebrauchen. Kann das sein, dass es dumm ist, was ich hier tue? Ey, wenn ihr einer Blutungsstand macht, dann bin ich das. Okay, oder wenn sich hier einer verpisst, dann bin ich das. Ich hatte doch gerade gefragt, ob das dumm ist, was ich hier tue. Mir hat das Spiel gerade die Antwort dazu gegeben. Sandbestie. Cool, laufen wir den ganzen Weg nochmal. Beziehungsweise ich nehme die einmal mit ins Inventar. Genau. Und dann platziere ich die nochmal, sobald wir näher dran sind.
Ja, gut. Ich glaube, sterben gehört hier eigentlich zum guten Ton. Vitalität voll wäre natürlich richtig interessant. Ich gehe aber erstmal auf Ausdauer ein bisschen. Das würde das Ganze, glaube ich, ein bisschen zu einfach gestalten. Ich meine, es gab hier auch Reittiere. Man kann sich hier auch Tiere holen. Mein Favorit war, glaube ich, ein Bär. Bären sind geil. Keine Zeit für dich, Krokodil. Ich muss einmal halbnackt übers Spielfeld rennen. So. Wisst ihr, was mir gerade nebenbei auch wieder auffällt, wenn wir wieder durch die Gegend rennen? Die Musik in diesem Spiel. Ich habe das Gefühl, ich sage das zu vielen Spielen, die ich spiele, aber vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich das Spiel immer so geil finde. Ich finde diese biomspezifische Hintergrundmusik in diesem Spiel einfach wunderschön. So. Ja. Wie weit haben wir schon geschafft? Oh! Wir sind schon echt gut dabei. Nice! Hier ist eine richtig schöne Fläche, an der man schon mal häuslich werden könnte. Hätte ich jetzt nicht gerade den Dschungel als Ziel. Aber muss mal kurz meine Leiche finden. Dürfte ich bitte in Ruhe an meiner Leiche sein? Ach, ich... Oh! Ich habe bereits geplündert. Ist das wie eklig.
So, ist hier noch was drin? Nee, ne? Hat nicht mein eigenes Fleisch abbauen? Na lecker! Ich schmeiß mal mein ganzes Fleisch raus, abgetrennter Arm. Die wollen auch nicht reparieren. Ich gehe jetzt einfach weiter Richtung Dschungel, wo ich hin wollte ursprünglich. Ich bin noch überladen. Komm, packen wir die mal weg. Steine und Holz lässt sich ja relativ gut wieder zusammenfahren. Viel Spaß bei dir und deinem Besuch. Vielen Dank fürs da kurz dabei sein und nach viel Spaß bei den Videos. Nee? So. Geht gleich los. Bin am Überlegen. Eigentlich wäre es hier geil. Man hat hier vielleicht viele einzelne Inseln. Ich schau mal, ob eine davon vielleicht als Bauplatz taugt. Eigentlich ist die hier schon mal ganz nett aus. Auch wenn die ein bisschen groß ist. Ja, vielleicht brauche ich eine etwas kleinere. No, ich hab Durst. Trink doch was. Und essen könnte ich auch was. Ah, hier sind im Dschungel, ne? Ich wollte gerade sagen, wir sind lebend angekommen, aber es gab da ja durchaus einen nicht lebenden Zwischenfall. Hupsi. Schon wieder kurz verdrängt. Jetzt mal an der Küste von dem Ding hier weitergehen. Ist jetzt im Dunkeln natürlich ein bisschen ungünstig. Was kostet mich denn eine Fackel? 5 Stöcker. Ich mache uns mal eine Fackel, damit wir alle was sehen. Also mehr sehen. Wow, ich hätte nur Pflanzenfaser angebracht zum Reparieren. Bin ja mal wieder begeistert. So. Wow, aber das ist eine kleine schnucklige Insel hier rechts. Mit dem großen Baum oben. Oh! Nee, nee, nee! Kein Interesse an euch gerade. Aber unten an der Insel ist schon bewohnt auf jeden Fall. Zu erkennen an dem Feuer, was ich nicht in der Hand habe, aber zu sehen ist. Seht ihr auch Schlangen? Thank you.
Moment. Die verfolgen mich irgendwie länger, als ich gern gehabt hätte. Oh. Rechts ist auf jeden Fall schon wieder ein Krokodil. Da rechts ist so eine dämliche Giftschlange. Ah, ich dachte, die Insel, da könnte vielleicht was Interessantes werden. Na, dann nicht. Aber hier ist Eisen. Gut zu wissen. Ich erinnere mich an die Insel. Hier bin ich früher öfter lang gelaufen. Aha. Das sind überall Mistviecher, ne? Gehen wir mal darüber. Tiger. Ich habe mir eine ganz tolle Ecke ausgesucht hier. Schau mal ab. Scheint mir nicht hinterher zu schwimmen. Sehr gut. Gut, gegen dich müssen wir jetzt mal kämpfen. Was Besonderes? Hundsekret und Reptilienhaut. Naja. Gut. Der Vogel gerade nicht so. Bossvogel? Naja, gut. Ich finde diesen Totenkopf eher verlockend als abschreckend. Oh!
Ja, gut, ich gehe ja schon. Böser Vogel. Oh, habe ich keine Verbände mehr ausgerüstet? Ich sollte mich fast schämen. Aber die Vogel können wir uns auch nochmal kümmern. Hier ist eine recht kleine Insel. Die sah auch ganz nett aus, aber das war alles voll mit Giftschlangen. Bitte, ich nehme hier irgendwas. Hi. Da bist du ja wieder. Okay, scheinbar müssen wir uns doch noch um diesen Vogel kümmern. Hat uns ein bisschen verfolgt. Zumindest haben wir jetzt die 20 Blutungen voll. Ja, den haben wir gleich. Muss ich nur ein bisschen vorsichtig sein. Das war's mit dir. Was haben wir jetzt alles bekommen? Verbessertes Rüstungsreparaturkit? Ja, okay. Knochenpfeile. Komm, schmeißen wir mal weg. Reißzähne können wir bestimmt auch so farmen. Was zur Hölle wiegt so viel? Beziehungsweise, wie viel Gewicht können wir überhaupt haben? Es kann natürlich sein, dass wir einfach nicht wirklich Gewicht haben. Traglast. Heiße. Warte, du kannst weg. Hartankunststrengenum auch weg. Verdorbenes Fleisch kann definitiv weg. Unsere Tierhaut ist das Problem. Wir haben 180, die wiegt 20. Okay.
will die aber nicht mit. Ich will die aber nicht hier lassen, nicht komplett. Komm, so, lassen wir die Hälfte hier. Das ist in Ordnung für mich. Dieser Fels ein schöner Bauplatz? Nein, von der anderen Seite kam der komische Bossvogel hoch. Wie viel würde ich gerne hier irgendwo bauen? Ausdauer regenerieren. Nein! Oh, hier sind kaputt. Nein! Boah, da war ein Baby gepaart, ne? Unsere Dolche müssen repariert werden. Besseres zu tun, als gegen euch zu kämpfen. Das meine ich nicht mal böse. Hey. Da oben war ein Baby-Gepard. Ich finde, den können wir schon mal mitnehmen. Das heißt, ich würde gerne da oben bauen und vielleicht das Baby-Gepard-Gerät auch mitnehmen. Dann kann das nämlich schön vor sich hinwachsen. Während wir hier vor uns sind, versuchen eine Existenz aufzubauen. So, aber erstmal muss ich seine Mutter abschlachten. So, du bist gleich tot. Danke. Huh. Katzenfell. Wo war? Ich war mir echt sicher, dass hier eine Babykatze war. Oh, nee. Da unten ist sie. Ich wollte gerade fragen, seid ihr Freund oder Feind? Ach, dass ich mir die falschen Waffen ausgerüstet haben muss, ne? So, du hast jetzt mal die 20 Blutung. Gut. So nah an dieser Base hier könnte es natürlich streng genommen auch recht dumm sein zu bauen. Aber es ist nur ein könnte dumm sein. Wahrscheinlich ist es auch so. Vielleicht bauen wir auch erstmal unsere erste provisorische Base hier. Sagen wir mal so. So. Bauen. Brauche ich einen Bauhammer, ne?
Zwirn und Holz. Jetzt. Produktionshammer, da haben wir ihn. Herstellen. Wie viel Gewicht habe ich eigentlich? Siebzig. Das ist nicht viel. So, jetzt habe ich 100. Kompetenz lohnt sich richtig. So, sind doch nicht mehr überladen. Und jetzt müsste ich doch mit dem Ding bauen können, ne? Nicht höher machen. Stein. Wir fangen mal mit unserem Grundstein an. Beziehungsweise, ich würde mal Richtung YouTube schon mal wieder sagen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns da mindestens noch einem weiteren Streamschnitt. Und zwar würde ich hier gerne noch ein bisschen bauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne Bewertung da lassen. Und man sieht sich. Tschüss.